Vor einem Jahr wurde die Steingrabenvilla zur Villa Wirbelwind. Und der Name ist Programm. Seitdem beleben Kinder zwischen 0 und 6 Jahren das altehrwürdige Gebäude wieder mit Leben. Deshalb spreche ich heute mit den Leiterinnen Anita Seiser und Stefanie Schrittwieser über das erste Jahr, die Herausforderungen in der Kinderbetreuung, ja, und was eigentlich der Bildungsauftrag ist. Herzlich willkommen, liebe Zuseher und Zuseherinnen von TV Mürz, zu einer neuen Woche, zu einem neuen Studio-Talk. Und heute geht es um das Thema Kinderbetreuung. Vor einem Jahr wurde die Steingraben-Villa quasi mit neuem Leben wiederbelebt. Und ja, Kinderbetreuung findet seitdem dort statt. Und meine Gäste sind heute die Leiterinnen Anita Seiser, Stefanie Schrittwieser. Schön, dass ihr heute da seid. Hallo, danke für die Einladung. Ja, vor einem Jahr wurde die Steingraben-Villa quasi wieder eröffnet und ja, erfüllt seitdem eine neue Funktion, eine ganz wichtige. Mit Zuschlag hat das Kinderbetreuungsangebot damit wesentlich erweitert. Es gibt einen Kindergarten und zwei Kinderkrippen. Und ja, ihr beide, wenn man so will, managt die Villa seitdem. Einmal die erste Frage, jetzt ein Jahr ist vorüber. Stefanie, wie geht's euch? Was ist so das erste Resümee? Ja, also auf einer Bewertungsskala 10 von 10. Wir sind wirklich super glücklich in der Villa. Das Gute war, wir haben gleich von Anfang an im Sommer schon mitwirken können, bevor die Kinder gekommen sind. Und wir haben super kompetente Kolleginnen, voll liebe Familien und Kinder. Und die Zusammenarbeit mit der Gemeinde funktioniert super. Und ja, einfach sehr, sehr zufrieden. Das hört man gern. Anita, wie geht's Ihnen da? Wie ist da so der erste Eindruck nach dem Jahr? Ich würde genauso beschreiben wie die Stefanie, von 10 bis 10, 10 von 10 auf alle Fälle. Das erste Mal, wie wir das Haus betreten haben, war schon ein ganz besonderes Gefühl. Dann sind ganz kurz darauf die Kolleginnen dazugekommen. Die sind alle sehr kompetent, liebevoll, wertschätzend und sehr respektvoll gegenüber der Kinder und gegenüber den Familien. Wir haben schon kaum erwarten können, dass wir im September dann starten, weil doch dann die Zeit von Juli bis September eigentlich lang war, wie wir die Villa aufgebaut haben. Ihr wart mit involviert in der Gestaltung oder wie darf man sich das vorstellen? Genau, die Möbel waren schon da, aber wir haben dann die ganze Einrichtung, also die ganzen Räume gestellt und halt die ganzen Materialien einkauft, die Spiele sind dann schon gekommen, aber die halt alle einsortiert und geschaut, was noch fehlt. Und ja, also wir haben wirklich von quasi null mitgeholfen. Genau, vom ersten Glas, bis zum letzten Baustein. Und die ganzen Dekorationen, die Wände waren alle frei. Bleiben wir vielleicht noch kurz, weil ein Stichwort an Dekorationen. Jetzt für jemanden, der die Villa jetzt noch nicht gesehen hat, zumindest halt von innen. Wie schaut die Villa aus? Was gibt es da? Was erwartet einen da? Und vor allem, was erwartet die jungen Bürger? Also die Villa hat 3 Stöcke. Im ersten Stock ist eine Zentralgarderobe für alle Gruppen. Dann haben wir einen Therapieraum, der wird auch für das ICP-Team genutzt, das bei uns im Haus ist. Und im ersten Stock herunten ist die Ganztageskrippe und jede Krippe hat einen extrigen Schlafraum dabei. Dann ist im zweiten Stock ist die Kindergarten-Ganztagesgruppe mit einem gemeinsamen Speisesaal und einem Turnsaal, was natürlich für alle Gruppen nutzbar ist. Und im dritten Stock ist dann die Halbtageskrippe mit einem Schlafsaal und unserem Personalraum. Und ja, was erwartet dann, wenn man einer geht? Man fühlt sich einfach gleich wieder heim, oder? Sehr wohl. Ja. Also ich glaube, es ist, Sie haben ja gerade, der alte Charakter ist ja vom Haus her, glaube ich, auch erhalten geblieben, was ja, mit sehr viel Charme und jetzt natürlich auch mit sehr viel Leben wieder belebt wird. Wenn wir vielleicht kurz reden, wir haben es kurz vorher schon erwähnt, das Angebot ist mit einem Kindergarten und zwar Kinderkrippen. Wie schaut das genau aus? Genau, der Kindergarten ist ganztags. Dann haben wir eine Kinderkrippengruppe, die halbtags ist, und eine Kinderkrippengruppe, die ganztags ist. Wir haben einen ganz tollen Betreuungsschlüssel dazu
5 Pädagoginnen und 4 Betreuerinnen sind mit jeweils 40 Stunden angemeldet. Und die Villa, also die Kinderkrippe und der Kindergarten ist für das nächste Jahr komplett ausgebucht. Okay, ja, das hört man ja mal gern. Ja, Kinderbetreuung ist ja eh ein großes Thema. Sie sind ja dann mittendrin ja, mit einer recht glücklichen Botschaft, ja schon vorzeitig wieder in Karenz gegangen. Gratuliere zum Nachwuchs. Danke. Wenn man jetzt so einen Tagesablauf vielleicht beschreiben würde oder müsste, wie schaut so in der Regel so ein Tag von einer Kinderbetreuung aus und wo ist da der Unterschied zum Beispiel von Kindergarten eigentlich zu einer Kinderkrippe? Mhm. Also wir haben offiziell von 7 bis 15 Uhr geöffnet, Kindergarten wie Kindergrippe, außer die Halbtagsgruppen, der ist von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Und das schaut so aus, dass um 7 kommen die Kinder, also da ist einmal ankommen, 7 bis 9 Uhr circa und da... Also da ist der Ablauf in Krippe und Kindergarten eigentlich ganz gleich. Da ist man ankommen, dann sind die ersten Angebote, irgendwelche Kreativangebote oder die Kinder können einfach entspannter mal in den Tag starten. Um 8 Uhr fängt dann die gleitende Jause an. Da können die Kinder entscheiden, von 8 bis 9.30 Uhr wann sie frühstücken gehen. Und um 9.30 Uhr ist dann in alle Gruppen Morgenkreis. Und der Unterschied von Kindergarten und Krippe sind einfach die Angebote, also die Art der Angebote natürlich. Es ist alles sehr kindgerecht und... ja, individuell auf die Gruppe zugeschnitten. Und nach dem Morgenkreis ist dann, sind die Bildungsangebote vom Bildungsrahmenplan, also der Bildungsrahmenplan, nach dem wir heute arbeiten. Und um 11 Uhr, ca. 11 bis 12 Uhr, schauen wir mal, dass wir in den Garten ausgegangen, wie das Wetter heute passt. Und um 12 Uhr ist dann schon die erste Abholzeit. Und da fängt dann schon das Mittagessen in der Kinderkrippe ganztags an. Und um 13 Uhr sperrt dann die Halbtagskrippe zu und die Kindergartenkinder ganztags gehen essen. Und ja, dann um 13.30 Uhr ist dann Ruhestunde. Da ist dann auch wieder ein bisschen runterkommen, ruhig werden und bis 15 Uhr ist dann wieder Ausklang quasi vom Tag. Sie haben angesprochen, das Essen, also versteht man so, dass die Kinder quasi selbst entscheiden, wann gejausnet wird? Also am Vormittag dürfen die Kinder selber entscheiden, wann und ob sie jausnen gehen. Eben von 8 bis 9:30 haben sie die Möglichkeit. Da haben wir ein Buffet im Speiseraum aufgebaut oder halt in den verschiedenen Gruppen. Da gehen die Kinder dann, wenn sie Hunger haben, frühstücken. Also da ist auch, die Kinder gehen immer essen, natürlich mit den Freunden und so. Oft auch zweimal, wenn es lustig ist. Also das ist kein Problem. Und Mittagessen ist dann gemeinsam. Also da geht dann die Gruppen immer gemeinsam in den Speisesaal und da gibt es dann das Essen von der Lebenshilfe mit Zuschlag. Das wäre die nächste Frage gewesen, weil das Thema Ernährung ja immer ein großes Thema ist. Das heißt, bei euch gibt es dann frisch gekocht jeden Tag? Oder wie ist der Ernährungsplan? Oder gibt es da sowas? Oder wie schaut das aus mit der Verpflegung? Die Jause haben wir vereinbart, gleich am Anfang mit den Eltern. Eine Familie bringt für die ganze Woche für alle Kinder das Essen mit. Da gibt es eine Liste, wo wir und mit den Betreuerinnen zusammenschreiben, was wir gerne essen möchten. Mit den Kindern, das ist sehr, sehr abwechslungsreich. Man soll so vorstellen, dass frisches Brot, Obst, Gemüse, Joghurt, kochen wir selber dann die Suppen. Und das wird mit den Kindern gemeinsam hergerichtet. Und zum Mittag bekommen wir das Essen von der Lebenshilfe. Und die wurden, glaube ich, mit dem grünen Teller auch ausgezeichnet. Also es wird mit dem Taxi dann immer täglich frisch gebracht von der Lebenshilfe. Okay, das heißt, Verpflegung ist bestens gesorgt. Und dann, um das nochmal abzuschließen, auch vielleicht so das erste Jahr, also man hört, euch geht es gut damit. Wie ist das Feedback so von den Eltern oder kriegt man da auch ein bisschen was mit? Was sind da so die Erfahrungen? Ja, die Eltern sind sehr dankbar und wertschätzend. Also ich habe bis jetzt nur positives Feedback gekriegt, dass das ganze Team so herzlich ist, dass wir alle sehr positiv sind, dass man einfach merkt, wie gut, dass es uns einfach geht im Haus und wie gut, dass es darum natürlich auch den Kindern geht und dass sie einfach alle sehr wohlfühlen. Und ja, ich weiß nicht. Also ich habe bis jetzt nur Gutes gehört. Das stimmt. Kann ich auch unterschreiben. Also das heißt, Sie haben ja auf der Zeit, dass halt untereinander ja das Verhältnis gut ist, aber anscheinend dann auch mit oder zu den Eltern kann man das. Und
Das Wichtigste ist immer das Kind. Das Kind steht im Mittelpunkt und mit ganz viel Wertschätzung und Respekt soll das Kind behandelt sein und auch die Eltern und auch die Geschwisterkinder dazu. Und ich glaube, die Bedürfnisse der Kinder, das steht im Vordergrund. Dann sage ich jetzt einmal danke für die ersten Einblicke. Wir sind wieder gleich zurück mit der Villa Wirbelwind mit Anita Seiser und Stefanie Schrittwieser. Wir machen jetzt aber eine kurze Pause und schauen, was sich in und rund um Würz getan hat. Bis gleich. Spatenstich für den neuen Ressourcenpark in Hönigsberg. Nach 1,5 Jahren Planung entsteht nun am Areal neben dem Sportfachgeschäft Herwis ein neuer Abfallsammelplatz für die Gemeinden Würz-Zuschlag, Langenwang und Spital. Durch eine moderne und effiziente Abfallsammlung soll vor allem eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft forciert werden. Es ist inzwischen wirklich der Abfall ein Wertstoff. Wenn man es entsprechend trennt, kann man es wiederverwerten, bekommt auch Erlöse. Man kann Dinge auch wieder verwenden, ein Reuse-Shop, wo man Dinge, die nicht wegzuschmeißen sind, vielleicht ein bisschen herrichtet, adaptiert und wieder in den Verkauf bringt. Alles das soll hier stattfinden. Ich glaube, ganz ein wichtiges Signal für die heutige Zeit. Und wenn man größere Mengen braucht, ist es besser, man arbeitet zusammen. Die Gemeinden Spital am Semmering, Langenwang und Würz-Zuschlag haben sich gefunden. Der Mürzverband setzt das für uns um. Im Juli 2024 soll der Ressourcenpark auf einer Fläche von rund 8000 Quadratmetern in Betrieb genommen werden. Bis zu 80 Altstofffraktionen können dann sortenrein gesammelt und wiederverwertet werden. Da ist wirklich alles, was man sich vorstellen kann, dabei. Angefangen von dem, wo man schon gewohnt ist, von Lithium-Ionen-Batterien und dass die brandgefährlich sein, haben wir schon öfter mal gehört, leider. Bis zu Kerzenstumpen. Da fragt man ja, was mache ich mit einem angebrannten Kerzenstumpen? Wenn man es in eine frachtbare Menge bringt, wenn man ein Fassel dafür gesammelt hat, dann kann das beispielsweise für Anzünder, für Ofenanzünder wiederverwendet werden. Beispielsweise Kunststofffenster, weiße Kunststofffenster, die haben wir bisher zum Sperrmüll verbringen müssen. Wenn man die getrennt sammelt und einen Container voll zusammenbringt, wird das regranuliert. Man muss nur den Transport organisieren und eine frachtbare Menge haben. Rund 3,5 Millionen Euro kostet der neue Ressourcenpark. Und bei seiner Planung standen die Kundenfreundlichkeit und Sicherheit an oberster Stelle. Das Ganze soll einladend sein für Kunden. Er soll sich wohlfühlen. Er soll eine gute Orientierung haben, kurze Wege, funktionelle Situationen zum Entladen und Ähnliches. Aber er soll auch sicher sein am Grundstück. Das ist einer unserer ganz wichtigen Punkte. Und dafür haben wir ein System geschaffen, wo der Kunde wirklich in einem Bereich sich zu 95% aufhält, in dem kein Lkw-Verkehr passiert, in dem keine Container aufgenommen werden oder abgeladen werden. Und kundenfreundlich werden auch die Öffnungszeiten und Zufahrtsmöglichkeiten sein. So wird der Ressourcenpark an mindestens 5 Tagen inklusive Samstagvormittag geöffnet sein. Man kommt her, man hat entsprechende Zutrittsberechtigung für Anrainer, für Haushalte in den Bereichen von Spital am Semmering, Würz-Zuschlag und Langenwang. Da geht einmal der Schranken auf, das ist einmal das Erste. Dann kann man die Einrichtung nutzen, aber wir wollen auch niemanden aussperren. Wenn jemand kein haushaltszugehörige Person ist im Einzugsgebiet, darf er trotzdem kommen. Es gibt eine Ruftaste, wird von uns entsprechend beraten und darf genauso Wertstoffe als auch Abfälle bei uns anliefern. Bereits umgesetzte Ressourcenparks dieser Art haben gezeigt, dass durch eine kundenfreundliche Gestaltung mit einer intelligenten Abholllogistik die Anlieferungen und damit die Recyclingquoten deutlich gesteigert werden. Erleben Sie unser neues Küchen- und Möbelstudio im Miele Center Stadtwerke Mürz-Zuschlag, Mariazellerstraße 45C. www.stwmz.at. Reges Treiben im Mürzer Stadtsaal. Nach tagelanger intensiver Arbeit bringen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 17. Suzuki-Festivals ihr Können auf die Bühne.
eigentlich sind Ferien, nicht? Aber unsere Musikschule ist aktiver denn je. Also dieser Kurs, eine Woche, geht wirklich auch schon an die Kapazitätsgrenzen. 90 Musikerinnen und Musiker, Nachwuchs, junge Leute von nah und fern kommen hierher, um beim Kurs teilzunehmen. Bei der Suzuki-Methode werden die Kinder auf spielerischem Weg an das Erlernen eines Instruments und an das gemeinsame Musizieren herangeführt. Und so ist es möglich, dass schon eine Vierjährige auf der Konzertbühne steht. Der Intensivkurs beim 17. Suzuki-Festival richtet sich an Kinder ab 9 Jahren. Das sind 25 Kinder, die schon auf sehr hohem Niveau spielen und alle früher einmal Teilnehmer unseres Suzuki-Workshops waren und dann irgendwann sozusagen dem entwachsen sind. Wir haben dann mit dieser Gruppe von Kindern haben wir 3 Tage wirklich sehr, sehr intensiv geübt und geprobt. Als Höhepunkt steht am Ende dieser intensiven Probenwoche das Abschlusskonzert für alle am Programm. Als Premiere waren heuer auch 10 Schülerinnen und Schüler aus Hongkong mit dabei. Ich glaube, das war eine spannende Bereicherung. Für uns Dozenten war natürlich die Herausforderung, dass wir den Unterricht auf Deutsch und auf Englisch abhalten mussten. Aber ich glaube, das war für viele Kinder auch lustig und interessant, für beide Seiten mal zu hören, was das auf Deutsch heißt, was das auf Englisch heißt. Und ich glaube, das war bereichernd. Das war aber nicht die einzige Premiere beim Suzuki Festival 2023. Die Premiere ist, dass heuer wirklich auch Trompeten- und Querflöten-Teilnehmer dabei sind, weil es auch geprüfte Lehrer in diesem Bereich gibt. Wir haben mitbekommen, dass von den Kindern, die mit ihrer Geige hier sind, es natürlich auch Geschwisterkinder gibt. Zufällig spielen da dann einige zufällig Trompete oder eben Querflöte und da kommen eben dann ganze Familien mit. Und so war der Stadtsaal gut gefüllt und die Trompeter sorgten nach den sanften Klängen der Geigen mit ihren durchaus lauten Tönen für ordentlichen Schwung. Das Suzuki-Festival war auch heuer wieder ein Erfolg auf der ganzen Linie. Und natürlich gibt es die Umwenkrentabilität. Es sind alle Quartiere ausgebucht, die Gastronomie, das neue Eisgeschäft, alles das lebt auch von den vielen Menschen in der Stadt. Und es tut uns allen gut und es ist auch eine sehr schöne Sache. Jeden Tag ein kleines Konzert, heute das Abschlusskonzert, eine tolle Sache. Ich bin sehr stolz und froh, dass es heuer wieder so gut gelungen ist. Ja, herzlich willkommen zurück beim TV Mürz Studio Talk für diese Woche. Heute unser Thema 1 Jahr Villa Wirbelmind. Bei mir, Gott sei Dank, sind noch immer Anita Seiser und Stefanie Schrittwieser, die beiden Leiterinnen der Villa. Und wir haben im ersten Teil ja ein bisschen darüber geplaudert, wie es euch zum anderen im ersten Jahr so gegangen ist, was das Angebot so ein bisschen von der Villa ist. Kommen wir jetzt dazu zu einem Thema, das auch sehr wichtig ist, nämlich auch überhaupt, warum diese Kinderbetreuung so wichtig ist und was da eigentlich genau passiert und was das eigentlich für einen Hintergrund hat. Und zwar gibt es einen sogenannten Bildungsrahmenplan. Das heißt, Kinderbetreuungsstätten haben ja auch einen Bildungsauftrag, so ähnlich wie Schulen, der natürlich anders ausgestaltet ist. Und da möchte ich ein bisschen drüber reden, möchte vorher aber noch ganz kurz die Vorstandssitzende der Firma Infineon, Sabine Herlicek, zitieren aus einem Interview, wo es genau darum gegangen ist, wie wichtig Kinderbetreuung ist und wie sie auch große Firmen darauf vorbereiten. Und sie hat darauf hingewiesen, auf soziale Studien, die sagen, je früher
Kinder mit anderen Kindern in Kontakt kommen, ist es zum einen schon mal sozial sehr wichtig, dass man einmal das lernt, das Interagieren, aber auch das gemeinsame Lernen für später sehr wichtig ist und dass die auch einen Startvorteil dann später in Schule und berufliche Karriere haben, sagen halt Studien so. Und dass jeder investierte Euro, den man in, gerade schon bei Kindern in diese Kinderbetreuung steckt, später mit dem achtfachen zukommt. Das ist also unglaublich wichtig, dass man schon beim das kleine Kinder, die kleinen, die jungen Erwachsenen von morgen gut betreut sind. Und ja, da spielt eben dieser Bildungsrahmenplan hinein. Jetzt möchte ich mal kurz, dass wir kurz einmal drüber sprechen, dass die Zuschauer ein bisschen eine Vorstellung haben. In der Schule weiß man es, da gibt es einen Bildungsplan, in den einzelnen Fächern das und das sind die Ziele. Wie schaut das eigentlich bei euch bzw. bei Kinderbetreuungsstätten aus? Anita, können Sie uns da mal ein bisschen einen Einblick geben? Also der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe auch einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, die Beratung und die Information der Erziehungsberechtigten ist von wesentlicher Bedeutung. Der Kindergarten ist ergänzt und unterstützt die Erziehung des Kindes in der Familie. Und das betone ich jetzt, das ergänzt und unterstützt, weil die Erziehung findet natürlich in der Familie statt. Jeder Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtung arbeitet nach dem bundesübergreifenden Bildungsrahmenplan und nach den Grundlagendokumenten. Jede Einrichtung hat maßgeschneidert für sich selbst ein pädagogisches Konzeption geschrieben mit einem Leitbild und der beinhaltet die pädagogische Orientierung, die Bildung, die Kompetenzen, die 6 großen Bildungsbereiche, die Transition und die pädagogische Qualität. Sehr umfangreich eigentlich, wenn man es jetzt einmal so drüber nachdenkt, was vielleicht viele auch gar nicht wissen, was da dahinter steckt. Stefanie, klingt teilweise ein bisschen abstrakt, logischerweise muss ich irgendwo festgehalten werden. Wie schaut es in der Praxis aus? Wir haben Anita gerade ausgeführt, es gibt ja diesen länderübergreifenden, also quasi Österreich einmal weit gilt, aber dann herabgebrochen auf Bundesländer und bis hinab bis zu jeder Einrichtung hat man ja einen gewissen Spielraum, wie man das ausgestaltet. Können Sie uns vielleicht mal einen Einblick geben, was solche Dinge bei euch zum Beispiel in der Praxis bedeuten? Wie schaut das aus? Also jede Gruppe und jede Pädagogin hat die Aufgabe, dass sie eine Planungsmappe hat. Und unsere Planungen werden eben mit Hilfe vom Bildungsrahmenplan gemacht. Das ist österreichweit, wie du gesagt hast, ganz gleich. Das ist nur in dem Sinne pro Haus heruntergebrochen, weil jeder entscheiden kann, welche Angebote man jetzt für welchen Bildungsbereich man macht. Wenn man zum Beispiel wir haben Bewegung und Gesundheit und da ist dann zum Beispiel das Angebot Turneinheit zum Thema Winter. Und da muss dann die Pädagogin eine Turneinheit planen. Oder bei Ästhetik und Gestaltung, da fallen dann alle Kreativangebote rein. Und das ist halt alles im Vorfeld zu planen. Also das ist dann nicht so, wie man sich halt vorstellt, ja, wir singen und basteln ja nur, sondern in der Vorbereitungszeit sitzt man halt und dann wird der Einstieg, wie leitet man die Kinder zu dem Angebot hin, überlegt dann der Hauptteil, wie macht man das jetzt tatsächlich und dann zum Ausklang, dass das ist dann nicht einfach vorbei, sondern ja, das wird dann einfach irgendwie weitergeführt. Wo präsentieren wir das? Wie können die Kinder dann irgendwie das Endprodukt quasi sehen und halt selber mehr oder weniger reflektieren, was sie da jetzt erschaffen haben? Und wir überlegen uns davor, was wollen wir, dass die Kinder lernen von dem Angebot und was sie halt dann noch mitnehmen. Und da ist, das ist halt alles drumherum viel mehr, als was man sieht quasi. Es wird gerade hinaus. Wie schaut das in der Praxis aus? Plant ihr so Woche für Woche, was ihr macht? Oder längerfristig? Oder wie weit muss man da schon vordenken? Und wie viel Arbeit, eben das, was Sie gerade angesprochen haben, wie viel Vorarbeit muss man da eigentlich leisten? Wie viel steckt da, was man nicht sieht, eigentlich noch dahinter? So ungefähr, dass man da ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt. Ja, also es gibt eine Jahresplanung, die macht jede Pädagogin im September, macht man mal einen groben Jahresplan, was man so vorhat. Und das ist halt eben Haus zu Haus unterschiedlich, wie man das dann macht. Es gibt Pädagoginnen, die planen für die ganze Woche, dann gibt es solche, die machen eine Monatsplanung. Also wir schauen immer, dass man so gut wie alles drin, also dass man mal einen groben Monatsplan macht, dass man mit den Kolleginnen das bespricht. Und jede Pädagogin hat Vorbereitungszeit, das sind 5 Stunden die Woche.
Im Haus? Im Haus und 5 Stunden die Woche zu Hause. Das heißt 10 Stunden die Woche, wo wir nur vorbereiten und wo wir nur Planungen schreiben und wo wir nur uns die Angebote und Aktivitäten überlegen und das halt genau planen, wie wir das durchführen. Und daneben bei Fotografieren und dann zum Abschluss ein Thema mit Fotopräsentation sozusagen reflektieren. Und noch Reflexionen schreiben für uns selber. Wie war das? Wie hat das funktioniert? Was hat gut funktioniert? Was hat nicht gut funktioniert? Was kann ich das nächste Mal besser machen? Was nehme ich mit, was gut passt hat? Also ja, die 10 Stunden die Woche fühlt sich gut aus. Okay, also sehr viel, viel Gedankenarbeit außerhalb von der Betreuungszeit. Ihr habt ein Projekt umgesetzt, oder das läuft auch noch, und zwar, das ist jetzt richtig, ich sage, gemeinsam Zeit mit Jung und Alt war das oder ist das. Kennst du uns ein bisschen was dazu, was das zum Beispiel ist und in was vielleicht, was für einen Bereich, dass das von diesem Bildungsplan reinfällt? Genau, das ist der Bildungsbereich Ethik und Gesellschaft. Ja. Genau. Und Emotionen und soziale Beziehungen, Sprache und Kommunikation. Ja, in Wahrheit alle ist das Bereiche eigentlich alle sind Bereiche. Begriffen. Genau. Also was habt ihr da gemacht? Erzähl genau. mal, was also das ist. Das ist Projekt in der Zusammenarbeit mit dem LPZ, mit dem Landespflegezentrum Mürzzuschlag. Das hat im November angefangen. Da waren wir drüben bei den Bewohnerinnen und haben unser Laternenfest dort gemacht. Dann haben wir Kekse gebacken gemeinsam. Dann wollten wir zum Nikolaus um, aber da waren ganz viele krank. Das ist sie leider nicht ausgegangen. Aber die Palmweihe ist dann auch drüben gemacht worden, gemeinsam mit den Bewohnerinnen und den Kindern. Und im Februar haben wir dann das ein bisschen umgeändert. Seitdem gibt es eine fixe Kindergruppen und eine fixe Gruppen von Bewohnerinnen, die einmal im Monat gemeinsam was machen. Also einmal im Monat geht die Kindergruppen um und da werden verschiedene Aktivitäten gemacht. Das schaut dann so aus, dass die Kinder kommen, dann gibt es zur Begrüßung immer den gleichen Reim. Und dann werden 3 Fragen gestellt, zum Beispiel, was ist der Lieblingstier, was ist der Lieblingsessen und was ist der Lieblingsfarbe? Also so, dass sie die Bewohnerinnen und Kinder einfach immer besser kennenlernen und in Austausch kommen und dann sind irgendwelche Angebote, also entweder ein Bewegungsangebot, das kann dann sein mit Spiele mit Schwingtücher, also mit Schwungtuch oder Chiffontücher oder mit Bälle oder so, oder sie haben Brot gebacken, Osterbinsen zusammenbrochen, Aufstriche gemacht und genau. Und zum Schluss, und das wird natürlich alles fotografiert und dokumentiert fürs LPZ sowie für uns. Und zum Schluss gibt es dann immer ein Abschlusslied. Und ja, man merkt einfach bei den Bewohnerinnen, dass ja, die Lebendigkeit und die Freude, was die Kinder da einbringen, halt ja, für alt und jung einfach scheiße. Okay, ja, klingt auch ein wirklich tollen Projekt und wenn das für beide Seiten natürlich bereichernd ist, ja, was gibt es Schöneres? Ja, meine lieben Damen und Herren, ja, und meine lieben Gäste da, wir sind leider schon wieder am Ende beim Talk für diese Woche. Ich sage mal ganz herzlichen Dank an Anita Seiser, Stefanie Schrittwieser, Villa Wirbelwind, tolle Arbeit, wünsche noch weiter so erfolgreiche nächsten tollen Jahre. Danke fürs Kommen. Benem, bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche noch eine schöne Woche. Und ja, wenn auch bei Ihnen Kinderbetreuung einmal ein Thema ist oder gerade ist, Villa Wirbelwind wäre vielleicht ein guter Kontakt. Schöne Woche, wieder schon.